Hallo, hier ist Petra aus dem Petra Bastelzimmer. Das ist mein erstes Video, was ich heute mache. Und ich wurde gebeten, euch zu zeigen, wie man diese Halloween Shaker macht. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache euch ein Video und das will ich euch jetzt nur mal zeigen. So, ihr braucht schwarzen Kartstockrest und irgendwelche Reste an Orange oder Lila oder Grün, was halt zu Halloween passt, was euch gefällt. Dann müsst ihr den, den schwarzen Kartstock ausstanzen mit so einer Wellenstanze. Die hat einen Durchmesser von 7 cm und das Papier, ich nehme jetzt mal das Grüne, müsst ihr ausstanzen mit einem Wellenstanzer von 5,5 cm. Das Ganze klebt ihr mit einem Bastelkleber. Zusammen. Jetzt habe ich vergessen zu bestempeln. Ist egal, kann man auch später. Hier drauf, schön mittig. So, dann habe ich hier ein Stempelset. Von wem das allerdings ist, kann ich nicht sagen. Da brauche ich dann diesen Spinnennetz. Das schwärze ich ein mit diesen, kann man das sehen, Memento Black. Einmal da drauf, dass ihr dann da das Spinnennetz drauf habt. So, dann braucht ihr, ich habe hier solche kleinen Spinnen aus Gummi, die gibt es zur Halloween-Zeit in jedem Supermarkt zu ein paar Cent. Heißklebepistole. Auch leer. So, ein kleines bisschen. Die klebt ihr dann irgendwo da drauf. So, diese, weiß nicht, ob man sehen kann, dieses Buu, was da drinnen steht, habe ich mit solchen Perlen mit Buchstaben drauf gemacht. Habe ich aber jetzt keine mehr in Weiß oder in Schwarz. Deswegen nehme ich hier diese bunten. Moment, ich mache es mal ein bisschen größer. Auch ein bisschen Heißkleber drauf. Wenn ihr diese Perlen mit den Buchstaben nicht habt oder nicht findet, könnt ihr auch stempeln oder irgendwas ausschneiden. So, sieht jetzt das Buch aus. Na, wo sind wir denn? Hier. Jetzt braucht ihr nochmal einen
Rahmen. Wieder mit dieser Stanze, mit dieser Wellenstanze von 7 cm. Dann müsst ihr den inneren Kreis ausstanzen. Der muss passend zu eure Plastikförmchen sein. Bei mir sind es jetzt 1,34 Inch, 1,3 Viertel Inch. Dann habe ich hier diese Klarsichtförmchen. Die habe ich von Stamping Up. Die gibt es aber mittlerweile nicht mehr. Man kann aber auch von Marmeladeportionen oder von Honigportionsschälchen, wenn man die gut ausspült, und kann es vielleicht mit dem probieren. Also ich habe jetzt mal das, und da habe ich, wenn ihr das ausgestanzt habt, habe ich auf die Rückseite Sticky Tape. Das muss man dann natürlich abziehen. Hier. Das ist schon ein bisschen viel mehr Arbeit, aber naja. Mit normalem Bastelkleber lebt es nicht so toll, und da gibt es ein Geschmier, und das will ja nachher auch niemand. Und dann klebt ihr das von außen über das Schälchen. So. Na, wo bin ich denn im Bild hier? Dann dreht ihr das Ganze um und befüllt es mit eurem, ja, was ihr drin haben wollt. Ich habe da so kleine lilane Perlen, kommt ein bisschen rein. Dann habe ich lilane wie heißen sie, diese Paletten, lila. Macht das Ganze nachher nicht zu voll, weil sonst schüttelt es nicht so schön. Dann habe ich hier solche kleinen Paletten in Orange und in Gelb. An Halloween-Deko, da gibt es immer solche Spinnen oder diese kleinen Streuteile, Kürbisse. Da könnt ihr dann auch noch was dazu reintun. Ja. So, komm ich langs. Dann habe ich auf meinen Schälchen hinten schon so ein doppelseitiges Klebeband. Das ist aber schon drauf. Das müsste man bei den Schälchen von Marmelade und Honig dann extra drauf machen. So. Und zusätzlich habe ich an dem äußeren Rand hier auf diese kleinen nochmal überall einen Punkt mit Bastelkleber, dass es nachher auch gut zu ist und nicht aufsteht. Ich hoffe, man erkennt es. Und jetzt eure
Spinne umdrehen. Und dann natürlich passgenau auf die Unterseite setzen, andrücken. Das dauert immer ein bisschen, dass da keine Ränder offen stehen. Alles schön festdrücken. Jetzt habe ich diesen äußeren Rand mit Perlenpen gemacht. Da habe ich Orange, Grün oder dann so ein Silber. Und ich suche mir jetzt aus für meinen das Silber. Setze da einfach außen rum. Das braucht dann nachher ungefähr eine Stunde, anderthalb, bis die getrocknet sind. So, jetzt muss das Ganze trocknen und dann ist euer Shaker-Embellishment schon fertig. Mit der Kameraführung, das beherrsche ich noch nicht so, muss man alles noch lernen. Aber das ist ja auch mein erstes Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.